Hallöchen, meine lieben Care-Stylos. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zu einer neuen Unboxing-Time. Und dieses Mal ist es eine ganz besondere Unboxing-Time, weil die ganze findet beim Avon Afternoon statt. Es ist ein riesiges Avon-Unboxing. Ich zeige euch richtig coole Produkte, und zwar Produkte, die auch für die neue Kampagne ganz interessant sind, für die Juli-Kampagne. Letzte Woche habe ich euch ein Video gezeigt, das ich euch hier auch gleich verlinke, von Avon Nutra Effects. Da zeige ich euch ja gerade diese Marke, stelle ich euch da gerade vor. Diese Reihe werden wir in 2 Wochen fortsetzen. Ich möchte jetzt das kurz unterbrechen, weil ich hier einfach tolle Produkte auf dem Tisch habe. Und die möchte ich euch zeigen. Und vor allem, ich habe nämlich letzte Woche einen Livestream gehabt und bin mit dem Unboxing von den Avon-Produkten nicht ganz fertig geworden, und jetzt möchte ich das einfach nochmal ganz in Ruhe machen und möchte euch die tollen Produkte zeigen, die ich hier jetzt habe. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich. Und ja, wenn euch das Video gefällt, gebt mir wie immer einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch keine Care-Stylos seid, dann wird es höchste Eisenbahn, also unten noch ganz schnell auf kostenlos abonnieren klicken und die kleine Glocke am besten aktivieren, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Und wer mir auch noch auf Instagram folgen möchte, dem blende ich jetzt hier meinen Namen ein und verlinke ihn euch unten in der Infobox. Darüber würde ich mich super, super freuen. Übrigens freue ich mich auch über Kommentare, ist ja klar, was ihr schon kennt oder was ihr von den Produkten haltet und. Also schreibt mir da wirklich super, super gerne. Und ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So, und zwar starten wir jetzt gleich mal mit einer ganz, ganz tollen Marke von der hier. Also das sind jetzt alles Kundenbestellungen und auch eine kleine Bestellung für mich, genau, die ich euch in den nächsten Wochen mehr zeigen werde. Aber es sind auch Kundenbestellungen einfach dabei. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was so bestellt wurde. Und wir fangen jetzt einfach mit einer ganz, ganz tollen Marke an, und zwar mit Avon Care. Avon Care ist eine richtig, richtig tolle Hautpflegemarke. Das ist so eine Basic-Hautpflegemarke, also das sind so Basic-Produkte, aber die funktionieren einfach wirklich, wirklich super. Und also ich persönlich bin ein riesen Fan von den Avon Care Handcremes und von den Avon Care Mehrzweckcremes. Und da gibt es auch Duschgels und alles mögliche, und ich liebe einfach diese einzelnen Serien, die es da gibt, mit den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen einfach und oder Duftrichtungen. Und ich liebe die wirklich. Das sind natürliche Inhaltsstoffe auch drin, ist alles vegan und tierversuchsfrei. Und ja, also wirklich ein ganz, ganz tolle Produkte. Und ich zeige euch jetzt da ein paar. Und zwar zeige ich euch, eine Kundin hat nämlich ganz viele Mehrzweckcremes auch bestellt. Und ich muss ganz klar sagen, ich kann das voll nachvollziehen, weil ich liebe die total. Und vor allem, also eine der wirklich richtig super tolle Reihe von Avon Care ist die Reihe mit Kakaobutter. Also es gibt von diesen Sorten, egal von welcher, ob das jetzt hier, wir haben jetzt hier Kokosnuss, wir haben Kokosnussöl, dann haben wir hier Macadamia und dann haben wir hier Kakaobutter. Ich persönlich habe für abends, falls ihr das in meinem Abendroutine-Video schon gesehen habt, ich verlinke euch das mal hier beim Beauty ABC. Ich habe auf jeden Fall die mit Avocado für abends. Die liebe ich unfassbar. Und auch die Kakaobutter-Reihe. Und zu jeder Reihe, also zu jeder Geschmacksrichtung oder zu jeder Sorte, gibt es eben das passende Duschgel, die passende Handcreme, die passende Gesichtscreme, die passende Mehrzweckcreme, das passende Bodylotion und. Also man ist komplett, man kann die ganze Kakaobutter-Serie haben oder die ganze Kokosnussöl-Serie. Und ich persönlich, meine absoluten Favoriten sind definitiv Kakaobutter und Avocado. Und was ich auch, jetzt was ganz neu dieses Jahr schon reingekommen ist, ist Macadamia. Das ist so im Winter gekommen. Da habe ich momentan auch die Mehrzweckcreme, mit der ich meinen ganzen Körper eincreme. Und ich liebe die auch unfassbar. Also die ist wirklich richtig, richtig toll. Und ich liebe alle Avon Care Handcremes. Also da stehe ich wirklich voll und ganz dahinter. Die sind so toll. Die pflegen die Haut einfach. Alle Cremes pflegen die Haut einfach richtig, richtig angenehm. Sind für alle Hauttypen geeignet. Man braucht gar keine Angst haben. Und es sind halt einfach so Basic-Cremes. Also da stecken jetzt nicht die innovativsten
Technologien drin, sondern das sind einfach so Basics-Cremes, die einfach immer gut sind. Und bei diesen Mehrzweck-Cremes ist es einfach so, die sind für die Hände, fürs Gesicht und für den ganzen Körper geeignet. Und ja, ist also richtig super Sache. Dann habe ich hier noch von dieser Kakaobuttercreme habe ich hier nämlich jetzt schon 5 stehen. Also das ist wirklich ein Verkaufsschlager. Die lieben meine Kundinnen ganz, ganz arg, weil die einfach so toll duften und das riecht wirklich, als hätte man zu Hause Kakao gekocht und nicht süßlich, also jetzt nicht irgendwie so schokoladig süßlich, sondern so, dass es eklig schon irgendwie sein könnte, sondern wirklich sehr, sehr angenehm, wenn man damit abends einschläft, das ist wirklich richtig, richtig angenehm. Also kann ich wirklich empfehlen, Avon Care, allgemein diese ganze Reihe an Produkten, die es gibt, die ist saumäßig spannend und ganz arg toll. Aber auch wirklich gerade so Avocado und Macadamia und Kakaobutter, also das sind meine absoluten Favoriten. Ich liebe die unfassbar. Und ja, was es auch gibt, zum Beispiel und die Handcremes sind wirklich super, super pflegend. Und was mir bei den Handcremes so gut gefällt, ist es genau der richtige Mittelweg zwischen Pflege, also zwischen Einarbeiten und Einziehen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin schon so jemand, ich möchte meine Handcreme einarbeiten. Also das möchte ich schon machen. Ich mag keine Handcremes, zum Beispiel die von #BeRoutine, die gefallen mir zum Beispiel nicht so gut, die mit den Katzen drauf. Warum nicht? Weil, und ihr wisst, ich bin ein absoluter Handcreme-Junkie. Also ich habe so viele Handcremes. Es ist eigentlich fast eine Schande. Ja, so viele Handcremes habe ich. Aber sie werden auch benutzt, also ich liebe Handcremes. Und das ist für mich auch wie so ein Accessoire, das ich in jeder Handtasche einfach dabei habe. Und ich benutze es auch ganz, ganz gern. Und zum Beispiel bei #BeRoutine, da war es so, die war so trocken, diese Handcreme. Also die ist so schnell eingezogen. Es war im Prinzip, die war kaum auf der Haut, war die schon weg. Und ich hatte das Gefühl, das trocknet meine Hände eigentlich nur noch mehr aus, wie dass es ihnen überhaupt was bringt. Und bei den Avon Care Handcremes ist es einfach so, man cremt sich damit ein, man 10 bis 15 Sekunden kann man hier kann man das auch einarbeiten. Ich finde, das gehört auch dazu. Aber dann kann man wieder weiterarbeiten. Man hat nicht dieses Gefühl, dass man 3 Stunden lang hinsitzen muss und nichts mehr anfassen kann. Dieses fettige Gefühl oder so. Überhaupt nicht. Es ist genau die richtige Mischung aus Eincremen, sich pflegen, sich was Gutes tun und dann kann ich aber auch wieder weitermachen. Also für den Alltag. Das sind das meiner Meinung nach die besten Handcremes, die es überhaupt gibt. Und ja, und sie pflegen wirklich wunderschön. Also ich liebe die unfassbar. Genau. Und danke haben wir auch zum Beispiel unter anderem diese Bananenhandcreme. Die wurde auch bestellt. Ich muss ganz ehrlich sagen, die mag ich jetzt persönlich nicht ganz so. Ich finde, die ist ein bisschen klebrig. Aber das ist wirklich die einzige, die ich nicht so ganz mag. Obwohl ich eigentlich auf den Duft Banane sogar stehe. Ist auch nicht jedermanns Sache. Und davon gibt es zum Beispiel dann hier jetzt zum Beispiel auch noch eine Bodylotion, die auch jemand bestellt hat. Also und dafür gibt es Duschgels. Also und das wirklich von jedem. Also ob das jetzt Avocado ist, ob das jetzt die Kakaobutter ist, davon gibt es wirklich das alles auch. Alle Handcremes, alle Bodylotions, alle Duschgels und so weiter und so weiter. Also das ist wirklich, und auch die Lip Balms gibt es dazu auch immer. Ich habe zum Beispiel, ich verwende unheimlich gern von der Kakaobutter auch diesen Lip Balm. Der ist so, so pflegend und macht die Lippen wirklich super weich und es riecht einfach toll, wie wenn man gerade Kakao gekocht hätte. Und wer das mag, also wirklich echten Kakao, kein Kaba, nichts Süßes, sondern wirklich Kakao, wer das mag, der ist da bei dieser Creme absolut richtig. Übrigens, ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch gar nicht gesagt habe, ist, dass das einfach mal 400 Milliliter sind, die in so einem Pot Mehrzweckcreme drin sind. Das ist einfach unfassbar, das kriegt man fast nicht leer. Das ist so ergiebig und trotzdem, ja, also ich kann diese wirklich, und das Ganze für 3,69 €, also für knapp 4 €, finde ich das eigentlich echt richtig cool und kann das wirklich nur empfehlen.
So, dann kommen wir mal zu ganz anderen Produkten. Etwas, das einfach mal nichts mit Beauty zu tun hat, sondern einfach nur mal gut für die Seele ist. Weil Avon ist nämlich auch wirklich mehr wie nur Kosmetik und Schminke, sondern es ist wirklich auch eine ganz, ganz tolle Marke mit ganz vielen tollen anderen Produkten. Geschenkideen und so weiter, Dekoration. Und ich habe jetzt zum Beispiel für mich selber... habe ich hier so was Cooles gekauft. Ich hoffe, man kann es gut sehen. In einem sommerlichen Design gab es eine Picknick- und Stranddecke. Das ist jetzt ein bisschen blöd hier. Da sind so Wassermelonen drauf. Also richtig schön sommerlich. Und das Coole ist, man kann diese Picknickdecke dann auch so zusammen machen, dass sie wie so eine kleine Tasche einfach ist. Also dann ist sie ganz leicht zu transportieren. Und, aber wenn ihr denkt, das war schon alles, nein. Genau. Ja, ich habe hier noch eine Picknickdecke, beziehungsweise das ist auch wie eine Tischdecke. Also man kann das als Tischdecke oder als Picknickdecke verwenden. Tischdecke halt dann für den Balkon zum Beispiel oder wenn man auch unterwegs ist, kann man das einfach dazu verwenden. Und ja, auch in so einem ganz, ganz tollen sommerlichen Design, da ist jetzt so ein Gummi drum gewesen. Diese Picknickdecke hier. Ihr könnt es euch glaube ich vorstellen, ich mache sie jetzt nicht ganz auf. Aber total toll. Und es ist halt einfach das. Also da gibt es einfach auch noch andere Produkte, wie nur Schminke und nur ja, Beauty-Produkte. Und dann habe ich hier noch eine ganz, ganz tollen, eine ganz, ganz tolle Kosmetiktasche. Wie so ein Sportbeutel ist das. So ein Turnbeutel. Und ja, in so einem super, mit so einem super tollen sommerlichen Print von vorne drauf. Ja, und was ich unbedingt auch noch wollte, ist so ein Kosmetikspiegel, so ein süßer mit so einem Leopardenprint. Den fand ich auch total toll und den habe ich mir dann mal gegönnt, genau. Genau. Also das sind mal einfach so Produkte, die einfach gar nichts mit Kosmetik und so weiter zu tun haben. Jetzt kommen wir zu einem, noch zu was ganz anderem und zwar kommen wir jetzt noch zu ein paar... Nagellacken und zwar zu den 60 Sekunden Nagellacken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe hier von Avon die Pro Color 60 Sekunden Nagellacke. Einmal in der Farbe Rapidly Rose, einmal in der Farbe Lavender Bold und einmal in der Farbe Fleeting Fuchsia und einmal in der Farbe Plum and Dawn. Und ich finde es so, so cool. Ich zeige euch die gerade mal. Ich mache die gerade mal hier auf. Genau, sie haben auch, das ist jetzt zum Beispiel hier Plum and Dawn, also so ein Lila. Dann haben wir hier Lavender Bold. Lavender Bold, das stelle ich mir jetzt so ein bisschen so wie Lavendel ehrlich gesagt vor, also auch so was Violettes. Genau, also auch, aber eher so Pastellfarben. Dann haben wir Rapidly Rose, das weiß ich, dass es ein rötlicher Ton ist. Oder ein pinker, genau, so rot-pink eher. Genau, das ist eine wunderschöne Farbe. Also Rapidly Rose habe ich schon so oft verwendet. Ich liebe das wirklich. Ich finde die Farbe richtig, richtig schön. Ja, und warum ich von den 60 Sekunden Nagellacken von Avon so überzeugt bin, allgemein, also ich bin ein riesen, riesen Avon Nagellack-Fan, weil wirklich, also ich war jahrelang wirklich ein Stammkunde bei Essie und ich fand die Essie Nagellacke total cool, finde aber die von Avon wirklich tatsächlich besser. Heißt nicht, dass ich noch Essie-Nagellacke nicht verwende. Ich bin allgemein ein Nagellack-Junkie. Aber ich muss ganz klar sagen, die Avons gefallen mir noch ein bisschen besser. Und gerade die 60-Sekunden-Nagellacke, die sind halt auch richtig cool, weil sie eben erstens mal schnell eben trocknen. 60 Sekunden. In 60 Sekunden sind die fertig. Und was halt das Coole ist, es ist auch ein 3-in-1-Produkt. Also es ist Unterlack, Farbe und Überlack und hält wirklich locker anderthalb Wochen mit Haushalt machen, mit allem drum und dran. Wenn ich dann trotzdem noch einen Überlack drüber gebe, das mache ich manchmal dann trotzdem noch, dann hält es sogar locker 2 Wochen und von dem her bin ich von denen wirklich sehr, sehr, sehr begeistert. So, und dann kommen wir mal zu den nächsten Produkten und zwar habe ich jetzt mal Produkte für die Füße.
Und zwar ist es ein Set, das habe tatsächlich ich mir bestellt, weil ich unbedingt ein bisschen mehr für meine Füße machen möchte. Und da habe ich nämlich ein ganz neues, und zwar von Footworks. Avon Footworks, das ist so die Fußmarke bei Avon. Und da haben wir hier so ein erfrischendes Fußgel mit Pfefferminzöl drinnen. Das ist eine richtig, richtig tolle Geschichte mit diesem Pfefferminzöl drin. Das ist gerade für müde Füße, wenn es warm ist und so weiter. Wenn man heimkommt vom langen Ausflug oder vom langen Spaziergang und man hat so richtig schwitzige, abgearbeitete Füße vom heißen Sommertag, dann ist es so richtig, richtig toll. Hier habe ich, wie gesagt, einmal dieses Fußgel. Dann habe ich hier ein erfrischendes Serum, ein revitalisierendes Serum. Spendet alles Feuchtigkeit, enthält auch Vitamin E und eben Pfefferminzöl, was sehr erfrischend ist und auch sehr viel Feuchtigkeit spendet und auch antioxidativ ist und auch einfach die Haut, die Füße schön geschmeidig macht. Und dann haben wir hier ein Fußdeo und wir haben hier noch ein Peeling, das auch einfach auch nochmal hilft, dass eben Hornhaut wegkommt und so weiter. Und also da freue ich mich schon sehr drauf, das zu testen, weil man vergisst einfach immer seine Füße zu pflegen, muss ich ganz klar sagen. Also ich habe da früher auch nicht so Wert drauf gelegt und seit ich jetzt mal einen Nagelpilz hatte und ständig Fußbäder deswegen gemacht habe, muss ich ganz klar sagen, ich liebe Fußbäder. Ich bin so verliebt in Fußbäder und ich bin so verliebt in Fußpflege. Ich finde zwar Füße eigentlich eklig, sage ich ganz ehrlich, aber bei meinen Gs und die von meinem Kind kann ich auch noch anfassen, aber bei meinem Mann fängt schon an, dass ich sage, nee, ich finde Füße echt ganz schrecklich, aber das Wohltuende, also wenn ich wirklich auch einen Beauty-Tag mache, dann mache ich auch ganz viel für meine Füße, weil das richtig, richtig gut tut. So, dann kommen wir zu einer richtig, richtig tollen Geschichte und zwar zu den Hanfprodukten von Avon. Avon hat nämlich eine ganz coole Serie rausgebracht, die auch vegan ist und auch tierversuchsfrei und mit natürlichen Inhaltsstoffen eben arbeitet, auch komplett. Und das ist einfach die Reihe Avon Cannabis. Keine Angst, man wird davon nicht high und man kann es auch nicht rauchen und so. Nein, aber das ist einfach gerade momentan total der Trend, dass man Hanfprodukte einfach verwendet, weil Hanf einfach eine entzündungshemmende, eine antioxidative Wirkung hat. Auch Feuchtigkeit spenden, es beruhigt. Es wirkt beruhigend, es wirkt beruhigend auf die Haut, auf das Gemüt eben. Aber keine Sorge, man wird davon nicht abhängig oder vielleicht ja schon, aber nein, aber die Avon-Beraterin freut es dann. Nee, aber ganz ehrlich, es ist einfach eine sehr, sehr pflegende und tolle Geschichte und die Produkte gleichen auch Rötungen aus, gereizte Haut wird einfach beruhigt und das ist richtig, richtig super. Und ich habe hier zum Beispiel dann eine Tagescreme mit einem Lichtschutzfaktor 30 drin. Das ist richtig, richtig cool. Da ist die Haut richtig gut geschützt und wird super mit Feuchtigkeit versorgt. Wir haben hier ein Hand- und Bodybalm, also eine Handcreme sozusagen und ein Körperbalsam. Richtig, richtig toll. Tolles Produkt, pflegt super den ganzen Körper. Dann haben wir hier noch ein Reinigungsöl. Das wirkt mit so einer seidigen Öltextur. Das ist richtig, richtig toll. Fühlt sich gut auf der Haut an und beruhigt eben ganz, ganz toll und reinigt ganz schön. Ist auch für sensible Haut super geeignet. Ist frei von Duftstoffen, dermatologisch, klinisch und allergiegetestet. Also auch für Menschen, die ein bisschen sensibler sind, ist diese Reihe sowieso super geeignet. Was kann ich da noch dazu sagen? Genau. Und eben komplett frei von Duftstoffen. Das finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig. Gerade für Menschen, die dann vielleicht eher eine sensiblere Haut haben. Und dann haben wir hier auch noch einen Lippenbalsam dazu. Das ist so ein Stick.
klassischer Lippenbalsam, wie man es kennt. Und was ich wirklich absolut liebe, mein absolutes Favorite-Produkt aus dieser Reihe, ist wirklich das Lippenelixier. Ich liebe dieses Produkt ohne Ende. Das kann man am Tag hinmachen, das kann man über den Lippenstift drüber machen. Das sieht einfach schon mal sehr gut aus. Ich persönlich mache super, super gerne abends hin vor dem ins Bett gehen, weil es einfach beruhigend ist und weil es sich wie so eine schützende Haut um die Lippen legt. Und es ist gar nicht so dieses ölige Gefühl, also es ist schon viel, also es ist schon, man merkt dieses Produkt schon auf den Lippen, aber das ist so richtig so ein pflegendes Gefühl. Man hat super weiche Lippen und bekommt die auch und es ist gar nicht so dieser schmierige Ölfilm, sondern es ist echt wie so ein schützendes Häutchen einfach um die Lippen rum und ich liebe diese und spendet ganz viel Feuchtigkeit und die Lippen sind richtig gut versorgt und auch wenn man gerade irgendwie auch mit den Lippen so ein bisschen Irritationen hat, dann wirkt es einfach auch ein bisschen beruhigender, plustert auch die Lippen so ein bisschen auf und ich bin von diesem Produkt absolut überzeugt. Das ist mein absolutes Lieblingslippenöl, um ins Bett zu gehen. Ich habe lange nicht so gerne Lippenöle benutzt, weil ich eben diesen öligen Film nicht so gern wollte. Das ist auch nicht so richtig ein Öl. Also es ist schon, da ist eben Hanfsamenöl drin, aber es ist jetzt nicht so ölig. Das ist eher wie, hat schon was Geligeres einfach und das ist so toll. Ich liebe dieses Produkt. Ich zeige das euch auch gleich mal. Das sieht auch, by the way, richtig, richtig schön aus. Und wie gesagt, man kann es einfach unter den Tag gern hinmachen. Also, und was man auf jeden Fall auch machen kann, wow. Also ich liebe auch diese Verpackung einfach. Finde das auch richtig schön, dieses Fläschchen. Und muss ganz klar sagen, also das kann ich absolut empfehlen. Da bin ich richtig, richtig, stehe ich da dahinter. So, dann kommen wir zu Produkten, die es auch ganz schön in sich haben. Und zwar, von Avon gibt es auf jeden Fall in der neuen Kampagne von Juli 2021 einen neuen Blush. Und ich muss ganz klar sagen, ich habe mich gleich sofort in ihn verliebt. Und den gibt es von Avon Marc. Der sieht so aus. Avon Marc ist so eine tolle Kosmetik, Kosmetik-Marke von Avon. Und auf jeden Fall, ich zeige euch das jetzt mal kurz, diesen Blush. Ich finde ihn voll, voll schön. So sieht der aus. Und ich finde ihn richtig, richtig schön freue mich, den zu verwenden. Den habe ich gesehen und habe mich irgendwie total gleich in den verliebt. Also den auf jeden Fall. Und dann habe ich hier auch von Avon, das ist auch von Avon Marc. Oder ist es von Avon True? Ich glaube das auch. Ist übrigens auch hier wieder tierversuchsfrei alles. Da ist Avon echt auch sehr bemüht. Das ist auch von Avon Marc, meiner Meinung nach, genau. Es ist eine ganz neue Lidschattenpalette, die rausgekommen ist. Also da gibt es jetzt 3 Stück davon. So, und zwar sind es die Lidschattenpaletten hier. Die sind ganz, ganz neu. Das ist auch eine Limited Edition, also da muss man schnell sein. Die gibt es aber in der neuen Kampagne auch noch. Und da gibt es eben 3 Paletten und ich habe jetzt mir einfach diese rote hier, Into the Sunset, habe ich mir geholt. Und die sieht eben innen drin so aus. Ich finde schon mal das Packaging richtig, richtig schön. Also es ist auch eine sehr, was mir bei Avon sehr gut gefällt, es sind auch sehr stabile Paletten. Also da braucht man keine Angst haben. Normalerweise mag ich es auch gerne, wenn so ein Spiegelchen drin ist, aber da ist jetzt auch nicht so dramatisch. Und auf jeden Fall sind es jetzt hier 6 Lidschatten. Und wir haben hier 3 Schimmer drin und 3 matte Töne. Ich weiß nicht, ob man das hier jetzt so gut sehen kann. Also das hier, also der hier und der hier, das sind Schimmer. Und die anderen 3, also der hier oben, der in der Mitte und der hier unten, ich hoffe, ihr könnt es gut sehen, das sind matte Shades. Aber das ist richtig cool. Ich freue mich da richtig. Jetzt gehen wir mal gerade hier so in diesen oberen Ton rein und vielleicht auch noch hier diesen Highlight-Ton.
so. Also schon mal sehr gut pigmentiert und wirklich schöne, schöne Shimmer, muss ich ganz klar sagen. Und ich freue mich schon richtig, mit denen einen Look zu schminken. Werde ich wahrscheinlich mal im Lidschatten-Pingpong, wenn ich alleine bin, werde ich es wahrscheinlich mal zeigen. Und da könnt ihr schon gespannt sein und könnt euch schon drauf freuen. Und ja, das wird auf jeden Fall richtig, richtig cool. Dann haben wir hier bei Arbor natürlich auch so richtig coole Pinsel. Das ist jetzt ein Blush-Pinsel, den ich mir zu diesem Blush dazu gekauft habe. Ich finde das Design richtig, richtig cool. Und auch so ein Kristalleffekt hier, das mag ich total gern. Und dann kommen wir wirklich zu einem richtigen Highlight in der neuen Kampagne. Es gibt noch eine Limited Edition und die hat es wirklich in sich. Und die zeige ich euch jetzt gleich. Und ich bin so verliebt in diese Limited Edition. Da müsst ihr in der neuen Kampagne, also im Juli 2021, wirklich, wirklich schnell sein, wenn ihr die haben wollt. Und also die zeige ich euch jetzt. Und ich liebe die. Ich werde mit der auf jeden Fall mal einen Look für euch schminken in nächster Zeit. Und zwar bei der neuen Edition, die da rausgekommen ist. Es ist eine Make-up Edition von Avon Mark. Und da geht es einfach um das Thema Tokio. Ist so ein bisschen japanisch angehaucht. Und das sind die Produkte dazu, die es da einfach gibt. Hier gibt es solche Creme oder solche cremigeren Lidschatten einfach. Beziehungsweise. Ja genau, also das sind solche Highlighter, so Shimmer-Lidschatten, also voll cool. In mehreren Farben gibt es die, ich zeige die euch gleich. Ich habe die nämlich alle da. Und dann haben wir hier noch so ein Ombre-Rouge mit einem Rouge-Ton und mit einem Highlighter-Ton. Kann man natürlich auch immer alles fürs Auge benutzen. Also ich benutze das ja eh immer durcheinander. Da habe ich zwei Stück mir davon geholt. Und dann ist hier noch so ein Fixing-Spray, das habe ich auch mitliefern lassen. Und das ganz Coole ist, da hat es auch noch solche Lippenstifte dabei. Moment mal. Ich zeige die euch gleich. Die sind hier nämlich auch drin. Genau, also hier hat es solche Lippenstifte, sollen es Lipglosse sein, ich muss aber ganz klar sagen, das sind eher so cremige Lipglosse, also eher so ein bisschen, und was auch ist, es ist auch ein Lip and Cheek Produkt, also das kann man auf die Lippen machen und auf die Wangen, und was auch ganz cool ist, was ich auch mir geholt habe, sind diese Calligraphy Eyeliner einfach. Ja, die finde ich auch ganz, ganz interessant und ganz, ganz super. Die gibt es in drei Farben. Einmal in Rot, einmal in Schwarz und einmal in Blau. Und dann kann man eben diesen Calligraphic Look, der ja auch total gerade wieder im Kommen ist, den kann man dann damit schminken. Und es ist halt alles so ein bisschen vom Japanischen her einfach beeinflusst. Und ich zeige euch jetzt diese LE. Also das war übrigens die Seite schon aus der neuen Kampagne. Also das sind so die Lippenstifte, das schon mal dieses Design, dieses Packaging ist einfach wirklich wunderschön. Ich liebe das wirklich sehr. Kommt auch diesem Calligraphic Look sehr, sehr nahe. Tokio ist da in jedem Farbtupfer zu sehen und einfach dieses Japanische einfach. Das sind so diese Calligraphic Sticks, die zeige ich euch alle gleich näher. Ich möchte es euch nur mal so vom Design her einfach zeigen. Das sind diese Pots, die ihr gerade gesehen habt, diese Lidschatten. Und hier haben wir nochmal noch eine Ombre Palette. Also ja, die sehen einfach richtig cool aus und ich zeige die euch jetzt gleich genauer. Und dann kommen wir einfach mal zu den Calligraphics und die sind halt diesen Calligraphic Eyeliner. Die sind richtig, richtig cool. Ich habe die einmal hier in der Farbe Schwarz. Moment mal, ich swatch das mal hier so kurz. Genau. Es ist einfach super easy. Man muss es ein bisschen schütteln. Es ist einfach super easy, mit denen eine Linie zu ziehen. Und einfach super, super präzise. Man muss da wirklich gar nicht stark drauf drücken. Und das ist einfach das Coole. Man kann mit diesem Calligraphic Look einfach einen richtig sexy Look machen. Man kann aber auch einfach nur die Wimpern einfach super betonen, indem man zum Beispiel so einen blauen Eyeliner zieht. Ich habe jetzt hier die Farben Blau und Schwarz.
So, und last but not least haben wir noch aus dieser Reihe noch diese, diesen Ombre Blush. Und da habe ich zwei Stück, und zwar damit ich zwei unterschiedliche Blushes einfach habe. Und zwar einmal in der Farbe Petal Pink und einmal hier, das ist glaube ich eher ein bisschen das ist ja so Blossom Pink. Also ist auch richtig cool, da ist so ein kleiner Spiegel drin und hier, das ist eben dieses Ombre-Teil, ich zeige euch das jetzt einfach mal ein bisschen näher und da ist eben dieser Highlighter drin und einfach dieses Rouge und das habe ich eben hier in zwei Farben, das ist jetzt der dunklere Ton und da gibt es auch noch einen helleren, Moment, ich mache das gerade mal hier kurz auf, genau, also das ist das andere, genau. Gut, ja. Also das war es schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Mit der Limited Edition von, mit dieser Tokyo Limited Edition werde ich euch auf jeden Fall in nächster Zeit einen Look schminken und werde die euch näher zeigen. Und da solltet ihr auf jeden Fall ganz, ganz schnell sein, damit ihr die auf jeden Fall auch noch bekommt. Weil die ist richtig, richtig, bestimmt richtig begehrt, weil die einfach richtig schön ist. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag bei allem, was ihr tut. Viel Spaß, das war's, eure Care. Ciao! I'd run 1,000 miles if I could run with you. And from what I have heard, you do the same thing too. I wanna say forever, we could be good together. Guess mystery loves company. Too late than never. You know we could do better. So take a chance and run with me. Everywhere we go, we turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels to roll the dice. You know you want it. Just say the word. Everywhere we